Anna must be close. Oh. Ein Lager. It's a stamp to seal official Trinity letters. Not many people still use these. Ein Trinity-Stempel. Oh, wir haben schon wieder ein Waffen-Upgrade. Ständig irgendwelche Upgrades, bei jedem Lager, echt. Munitionskapazität. Dafür fehlt uns... Wir haben kein Erz. Dann mache ich eben das da. Mehr Muni, immer gut. Das gibt es hier noch. Unser Mondschatten. Da brauchen wir das Werkzeug. Ah, wir sollten echt mal zu dem Shop gehen. Aber ich vergesse es immer. Oder bin zu knausrig. Bogenexperte. Exotische Tiere, okay. Exotische Tiere sind wohl was Besonderes. Warum ist jetzt hier noch ein Ausrufezeichen? Weil wir die da aufrüsten könnten. Will ich aber nicht. Mondschatten ist toll. So, weiter geht's. Like it. Demolition crews are already packing up the choppers. Never thought I'd live to see phase two. Sieht sehr cool aus da unten. Möchte ich mal erwähnt haben. Aber ich wollte da noch gar nicht rausgehen. Jetzt hat sie die blöde Flasche aufgenommen, statt den Typen zu plündern. Hier ist nämlich auch noch was, aber ich glaube, da muss ich dann wahrscheinlich. Und dann gehe ich doch raus. Wow, die Flaschen sind echt super. Super Physics. Sie duckt sich schon wieder so. Wahrscheinlich ist das Wasser so kalt hier, dass die Flasche da einfach vor Kälte erstarrt. Oh, hier kann ich niemanden ins Wasser ziehen. Schade. Was haben wir Schönes gefunden? Pistolenausrüstung. Wir haben schon wieder eine Pistole freigeschaltet? Die muss ich mir gleich angucken. Hä? Hä? Ach, da hinten geht's wahrscheinlich weiter, wo diese unauffällige rote Fackel rumliegt. Aber erst will ich gucken, was das für eine Pistole ist. Unsicheres Lager? Willst du mich verarschen? Gerade eben ging's doch auch. Gar nicht geplündert. Außerdem sind hier überhaupt keine Feinde in der Nähe. Wo denn? Sind doch alle tot. Die habe ich doch alle weggemeuchelt. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's plötzlich. So, was haben wir da jetzt freigeschaltet? Mondschatten? Schwere Pistole?
die? Muss ja die sein. Die hat die gleichen Werte, oder? Zurück. Ja, die hat die gleichen Werte. Behalten wir unseren Mondschatten. Einfach, was schön klingt. So. Okay. Ich will hier unten rumlaufen. Könnt ihr nicht das Wasser abpumpen? Ich wünschte, ich könnte da runtertauchen, aber das darf ich ja nicht. Das Spiel lässt mich da ja nicht runtertauchen. Nein! Find her in there. She managed to bring the whole tomb down on us. So, das war's gewesen. Die Giftpfeile sind sehr praktisch. Jetzt braucht man nur wieder Pilze. Immer noch so. Weil da noch einer steht. Jetzt nicht mehr. Und da ist auch noch einer. Gut, das war's dann wohl gewesen. Munition ist natürlich wieder voll. Ach, ihr Katzenviecher. Die sind hier wieder am Randalieren. Warum ist das hier gelb? Wäre wahrscheinlich hier, wenn ich da drauf geschossen hätte, hier alles in die Luft geflogen, vermute ich einfach mal. Hä, WTF, was habe ich hier für einen Bogen eigentlich? Wo ist mein Compound-Bogen? Warum habe ich nicht meinen Compound-Bogen ausgewählt? Habe ich da aus Versehen mal drauf gedrückt oder was? Tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder zurück muss, aber es geht doch nicht. Ich kann nicht ohne meinen Compound-Bogen hier. Nee. Was soll das? Curve-Bogen, warum habe ich den denn ausgerüstet? Nimm den da. Ja, da Matsche. So. Und wieder zurück. Hui. Geht ja einigermaßen schnell. So, raus da. Und lauf. Dann wird ja auch warm, mein Kind. Was wollen wir hier eigentlich? Ja, Jonah retten. Weiß schon. Ist mir gerade wieder eingefallen. Zieht sie das Teil in der Hand. Weg damit. Sieht schon auch cool aus hier. Aber es ist immer noch so kalt. So kalt und schneeig. Und hier gibt es bestimmt auch noch irgendwas zu machen oder so. Später, vielleicht. Alles voll. Warum ruckelt der jetzt schon wieder? Also manchmal zwischendrin fängt er an zu ruckeln. Ich weiß aber nicht, wieso. Ist es dann Arbeitsspeicher voll oder... keine Ahnung. Egal. We stand now on the very cusp of a new world.
The divine source has been located. Croft, while still alive, has been effectively neutralized. But Anna grows weaker by the hour. Her voice... that voice I've known my whole life... is starting to falter. I asked her if she remembers that night. The first night that God carved purpose into my hands. The night that he chose me. She said she did. And then she smiled. And said that we would have nights again like that. Once this ordeal is over. For her, I stay strong. In the old city, we will find the divine source. I will save my sister. And together, we will save this world from itself. Konstantin, der Weltenretter, wage ich es zu bezweifeln ein bisschen. A pendant? No. A modern reliquary. There's a small human bone inside. Da ist ein Name. Saint Peregrine. Patron of the terminally ill. Ich hab's gerade klickern gehört, so tick, 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 als ich da näher gekommen bin hier. Anscheinend, vielleicht ist es mir auch bisher nicht aufgefallen, sonst würde ich vermuten, dass sie da vielleicht eine kleine Hinweishilfe reingepatcht haben. Kann er das aufmachen? Nee. Schade. Das hier bietet sich doch auch als Versteck an. Nun, vielleicht auch nicht. Schade. Darüber komme ich jetzt... Huch, das wollte ich gar nicht. Nee. Ich dachte gerade, hatte gerade die Vermutung, die vage Vermutung, den vagen Verdacht, dass das vielleicht eine von den Fahnen hätte sein können, die wir noch abschneiden müssen. Da sind wir ja auch noch nicht fertig. A rifle shell. But there's something unusual about this one. Ich lausche gerade, ob ich das Geticker wieder höre. Ja. Latin engraving on the end. Kill them all. God will know his own. Es tickert wirklich und es, je näher man dem Punkt kommt, den man suchen soll, umso lauter tickert's. Aber insgesamt recht leise. Das ist ja interessant. Also entweder ist es wirklich neu oder mir einfach noch nicht aufgefallen, weil ich auf sowas nicht achte. Okay, wir sind hier in der Wetterstation. Die bietet sich ja auch an als 100.000 Verstecke für Ausrüstung jeglicher Art. Hier war doch noch was, oder? Nee. War ein Augenfehler. I won't die in this godforsaken valley. My faith is strong. My will is strong. Even if my mind keeps wandering away. In our youth, Constantine and I in our youth, he was a difficult child. Always wondering, always questioning. Afraid of what the future might hold. Afraid that he might never find his purpose. The night I cut those marks into his hands. The night I whispered into his ear. I made him. I saved him. He believed it to be the work of God. Just as I'd hoped. Now I need him to save me. And if in the end he can't,
Then I'll save myself. Die Alte ist die treibende Kraft hinter dem ganzen Scheiß. Boah, ich hasse die. Ey, wenn die schon vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren an ihrer scheiß Krankheit, welche auch immer es ist, verreckt wäre, dann hätten wir jetzt den Ärger überhaupt nicht. Dieses Miststück. Also mal ehrlich. Got up close this time. Figured when I find you, maybe I'll have learned something that'll help. Here's what I know. There's an operation here. Something big. Hundreds of nasty-looking soldiers. No insignia, no nothing. All holed up in this old Russian facility. Looks like it was once one of those awful gulag prisons. I came down here thinking you needed me, Lara, but Christ, how backwards is that? Before too long, I might be the one who needs rescuing. I hope to God you're still alive and can hear this. I'll stay out of sight as long as I can, but it's getting pretty damn cold out here. I'm gonna have to find some kind of shelter soon. Hat gerade wieder irgendwas ins Bild geflimmert. Was? Ich kann es nicht lesen. Ich kann das erst den ersten Buchstaben nicht lesen. Jonah retten, okay. Gottes Wille, wenn der wüsste. Die Musik verbreitet voll die Hektik. Hier ist nichts mehr? Na gut. Negative. We're moving on to the next phase of the operation. Just get prepped to move. They're here! Gotcha! Na? Was war das? Ich wollte ihn gerade mit F niederknüppeln. Aber sie hat es nicht gemacht, die blöde Kuh. Ach ja. Wow! Ups. Okay. Nichts passiert. Also ich mag ja so Action-Sequenzen, solange es keine Quicktime-Events sind. Mag ich die ja sehr gerne. Da unten gibt's Pfeile. Hier geht's wahrscheinlich weiter. Bist du doof? Also so steil ist es ja nun wirklich nicht. Wenn ich da jetzt loslasse. Oh, gut. Nichts passiert. Na, das hier bietet sich doch auch als Versteck für alles Mögliche an. Aber ich sehe nur Pfeile.
Ich sehe nur Pfeile. Huch! Wollte ich gar nicht. Wollte ich hier drauf drücken? Okay, alles voll. Aua! Ah! Jetzt wäre ich fast in den Tod gestürzt, weil mich gerade mein Headset an den Haaren zieht und ich vergessen habe, die Hand von der S-Taste, von der W-Taste zu nehmen, den Finger. Du sollst da hochspringen. Also die Plattform mag sie nicht. Make sure you have all the prisoners accounted for and then put them down. Und tschüss, mein Freund. Liegt hier noch was? Ja. Geheimnisse. Da komme ich nicht rein anscheinend. Das ist sehr schade. Wir müssen Jonah finden. Na, heb das auf, Mädchen. Laura, thank God. I think I found your tracks. I knew you were alive. It would take more than 1,000 tons of ice and snow to take out my little bird. There's something strange going on in the woods, and it's not Trinity. There's someone else watching me, from the trees. I had some food in my pack, old energy bars mostly, but I'm running low. I slept inside a dead log last night, and when I woke up this morning, there was a present waiting for me. Dried meat, some berries, all wrapped up in deerskin. I thought I was dreaming at first, but... There's someone looking out for me here. Hope they're looking out for you too. Geht schon weiter. Ich musste nur gerade mal einen kurzen Schluck von meinem Energiegetränk nehmen, meinem gar köstlichen. Das finde ich schön. Da hat dem Jonah jemand Trockenfleisch hingelegt, als er geschlafen hat. Das ist sehr schön. Your loyalty to her is strong. I admire you. I do. But even my patience has limits. Tell me what you know. Now! Please, please, no. Don't listen to him. I was only doing what I believed was right. Knall ihn ab, Mann! No! Sweep the cell blocks. Kill everyone. I should have killed him, but he was unarmed. I just couldn't. Shh. You shouldn't have to. I am so sorry for getting you into this mess. I thought I could keep up. They're coming. We're surrounded. This time I've got your back. He's dying. We don't have much time.
Bar the door. Jonah! All units respond! We've got to deal with her! Wow, wie mein Gewehr aussieht. We're almost in position. Not seeing the target yet. Waiting for orders. Jonah kann doch nicht sterben. Was soll die... I know that you like to read the archaeological journals. Scheiße. Now, but I urge you that if you see anything written which is less than pleasant about me, to ignore it. There are those who simply do not understand the work I'm doing here. Perhaps they're even frightened by it, but their fear and stupidity is not my concern, and neither should it be yours. I will explain everything in good time, my darling girl. The people that were frightened, were they Trinity? You never told me. I guess it doesn't matter now anyway. They found their way to me. Now I'm going to have to deal with them. Get ready, she's dangerous. Warum hat er ihn nicht Roger. Abgeknallt, Mann? Warum? Das ist immer, wenn die Leute einfach mal reagieren würden in solchen Spielen und oder Filmen, dann wären die nach 2 Minuten vorbei. Ja. Davon mal abgesehen, würde sowas dann nicht passieren. Fuck it. Command, we are in position and have visual on target. Got to take them out. Confirmed. Target acquired. She's here! Let's take her out! Du sollst nachladen. Es gibt hier wieder überall nur die blöde Shotgun-Munition oder was? Boah, es ist voll hell, ich sehe überhaupt nichts. Oh shit! Huch! Ich muss die plündern, wollte ich sagen. We have visual on the target. I repeat, we have visual on the target. Damit ich T4, join with leader. We'll take care of this one. Damit mir nicht die Munition ausgeht, das wäre scheiße. Alles voll, Mann. Das ist voll die Verschwendung. Damn it. Hast du nicht ein Atemgerät? Confirmed heat sink. Ready to engage. Roger. All engaged. Grenade out! Oh Gott, jetzt dachte ich schon, es stürzt wieder ab. Surrounded. Got to do this carefully. Orders were clear. You need kill confirmation. Just keep looking. Ich bin gerade etwas schweigsamer, wahrscheinlich schon die ganze Aufnahme lang. Einfach weil ich mich hier gerade konzentriere. Warum sehen die mich denn überall? Die Pisser.
Die können auch nicht wissen, wo ich auftauche. Die hören mich doch nicht und sehen mich nicht. Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe. Just wait. Let them come to you. Bin schon weg. Nee, mal ernsthaft, die können doch nicht wissen, wo ich auftauche. Die sind einfach furchtbar, furchtbar lästig, diese Typen. Ach komm. Schauen wir mal dahinter. Woher weiß der bitte, wo ich bin? Das wüsste ich jetzt schon gern. Alter, das könnte nervig und lang dauern. Nervig und lang dauernd werden. Der hat mich wieder gesehen. Wie lästig. Ich meine, ich könnte auch einfach rausklettern und die mit der MG umnieten. Aber ich sehe die ja nicht. Also nicht richtig. Und wieder einer mehr. Oder weniger, besser gesagt. Und weg. Es sind noch zwei oder so wahrscheinlich. Den haben wir auch erwischt. So, und dich, mein Freund, hole ich mir jetzt so. Aber nicht damit. Sondern damit. That was the last of them. Got to get back to Jonah. I don't make it out of here. Don't talk like that. No, just listen. You can't blame yourself anymore. We all make our own choices. His end is near. No, he can't die. We can help him. How? We must get him to the observatory, to Jacob. Only Jacob can save Jonah now. We have to get him back to the observatory.
Jacob, he's dying. Let me attend to him. The Lord is your guardian, your protective shade at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor moon by night. The Lord guard your soul from all evil. The Lord guard your going and coming, from now to all time. Keep pressure on the wound. Prepare him. Jacob, you were shot. You are him, aren't you? The Deathless Prophet. I can feel pain. I can be hurt. I am human. Save for a human ending. And the Divine Source? Something I found long ago. It is real. And deeply powerful. But it is not divine. So you've lied to them for generations. I'm not proud of it. But I did it to protect them. I once used the Source to grant my armies their long lives. But it was a terrible mistake. The ones I saw in the archive. When enemies attacked Katesh, the Deathless Ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed. But they committed an atrocity to keep the power. And so will Trinity. But on a much larger scale. That's not you. The man I've come to know would never harm his people. Don't you see? All of this is my doing, and it must finally come to an end. Father! They're on the move. They're going to brute force their way into the ice. Then we've already lost. No. There has to be a way to stop them. Jacob, the map showed a secret entrance into the city. Path of the Deathless. But it's too dangerous. We're running out of time. You know I can't give up now. If we can delay Trinity, that might just give us a chance. I will take our forces and attack them on the ice. Then it's time. Open the path. When you're ready, the entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend.